So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Trek Online Kapla. Wo müssen wir jetzt hin? Leben nach dem Tod. Wir müssen ins Borat-System. Kannst du knicken für 20.000? Da kann ich ja zu Fuß hingehen. Das ist noch besser, also günstiger. Oder ich fliege mit dem Bus oder so. Also das geht nicht. Also für 20.000? Nee. Wo müssen wir jetzt hin? Leben nach dem Tod. Autonavigation. Wo müssen wir denn hin? Forecast oder... Ja, natürlich Board. Wir müssen wieder quer durch. Also es ist echt ein bisschen ärgerlich, weil später ist es eigentlich Wurst, aber jetzt am Anfang nervt es total mit diesen Flugzeiten. Wir werden in der Zwischenzeit einfach mal ein paar Triples entsorgen. Da wir ja Klingonen sind und leider noch keinen gefräßigen Triple haben, das ist eigentlich schade, weil der hat jetzt echt genug zu tun. Ja, können wir da wenigstens noch ein bisschen... Wie haben wir jetzt schon? Das gibt nicht mal Geld, das Zeug. Ribbles wegwerfen bringt nicht mal Geld. Und aber wir können Mannschaft. Wir können ja ein bisschen die Mannschaft mal Aufträge verteilen. Das gibt wenigstens noch so ein paar Pünktchen. Durchforstung Minenfeld planen. Auf geht's. DNS-Fragment, das Zeug lassen wir erstmal hinten dran. Auf dem Schiff. Schmuggelware ist natürlich immer sehr schön. Abteilungsleiter, was gibt's denn hier? Da bräuchten wir Leute, das haben wir nicht, das haben wir nicht, das haben wir nicht. Das gibt mir hier Kolonisten umsiedeln. Ist immer gut für ein bisschen Dilithium. Bei den Klingonen muss man aufpassen, ich glaube, da können auch Leute sterben, ne? Ferasane, Veranstaltung eines Pokerspiels, da brauchen wir viele Leute, das ist nicht so schön. Schauen wir erstmal, was man so noch an Techniksachen durchkriegt. Vielleicht können wir hier. Verbesserung der Konsolen, der Pistolen, der Schilde für den Raubenkampf, der Schutz. Wir probieren es mal mit den Konsolen. Auf geht's. Manchmal kommt sogar was bei raus. Der Pistolen kann man auch mal machen. Was haben wir noch? Eva-Anzugstraining. Impulsantrieb können wir leider nicht. Da fehlt uns einer. Das können wir auch gerade nicht. Das sieht doch schon mal viel besser aus. Das haben wir bei der Option. Und wir kommen sogar irgendwann beim Ziel an. Das ist ja noch viel besser. Ja, da haben wir Kurausgang. Was haben wir noch? Teilnahme irgendwo. Ich habe es nicht gelesen. Ich weiß. Wettkämpfe in illegalen Arenen. Weiß ich noch nicht, ob wir das brauchen. Auf dem Schiff. Fitzbinde spielen. Taktischer Offizier. Schauen wir mal, was das für ein taktischer Offizier wird, den wir da kriegen können. Da können wir ein bisschen verschlüsseltes Zeug analysieren. Handelsroute mit kleiner Spezies. Ja, da gibt es vielleicht auch irgendwas bei. Da gibt es, glaube ich, Geld normalerweise raus. Das lohnt sich nicht. Das sieht immer so aus, wenn man steht, weil das Schiff sich so... Ich will nicht spielen. Egal, machen wir noch den. Was haben wir noch? Ach, hier haben wir genau noch die Aufträge. Da haben wir... Andorianischen Frachter, das ist natürlich immer sehr schön. Was? Hier machen wir auch, da gibt es Zeug. Das erfordert Geld, ich habe so viel Geld, das ist ja ganz cool. Transportterminal, da hier, da gibt es was. Das lohnt sich, glaube ich. Was haben wir hier noch? Ungewöhnliche Missionen. War ich nicht gehabt. Achso, also Plünderer, das glaube ich, lohnt sich noch am meisten. Warum muss ich beim Plündern Geld reinstecken? Das ist ja auch blöd. Auftrag. Dann hier Waffenspulendiagnose. Neue Frequenz für ein Schild. Ich weiß nicht, das bringt aber am Ende eigentlich gar nichts. Da wäre es halt cool, wenn das abgeschlossen ist. Wenn man dann noch irgendwie so einen kleinen Buff, so keine Ahnung, eine halbe Stunde lang 5% mehr Schild oder sowas hätte. Das wäre, glaube ich, auch cool. Aber ich glaube, das gibt es an der Stelle nicht so. Ich haben wir erstmal. Was muss ich jetzt machen? Offizier, Turnier, Blut der Vorfahren. Borat-System, betreten Sie das Borat-System. Bin ich doch richtig. Ui. Was vernichten Sie die Fekir? Natürlich.
Mon Copenhagen, das ist doch das leichteste von der Welt. Waffen ist schon eingerichtet. Machen wir ein bisschen schneller. So. Ach, hallo, wer kommt denn da noch dazu? Dann können wir schon mal hier. Was macht der da für ein Zeug? Gleich mal hier ein bisschen markieren. Wir markieren das. Was ist das für ein Ding? Das ist so. Schilder, hallo? Was war denn das jetzt gerade? Wo war denn das so wie weg? Alter! Schiff! Ganz machen! Jetzt reagiert doch mal auf die Tasten, wenn ich das drück, du! Das riecht mich immer wieder auf, wenn die Tasten nicht reagieren, wenn man drückt. Flug. Alter, was ist denn das für ein Zeug? Krieg ich mittlerweile Schaden, wenn man auf dem Schiff drauf fliegt? Oder ist das jetzt der gleiche Trick, den ich bei der Föderationsseite mit dem im Hologramm. Boom. Auszeichnung erhalten. Teuflisch. Das war jetzt eher peinlich als teuflisch. Muss ich hier reparieren, da ein bisschen. Naja, kann man schon für den Kampf. Wer ist der Erste? Du vielleicht der Erste, wa? Wir pirschen uns leise an. Ihn. Ja, ich habe keine Ahnung, mit was die da schießen, was das für ein Buff ist. Acetonstrahl, ganz toll. Jetzt. Das ist ein Schiff. Jetzt tut er mal so ein Torpedo abfeuern, meine Güte. Toll. Wenn er abgefeuert wird, dann ist es schon zu spät. Ich will bitte nicht über meine Ausstellung lachen, dass ich einen blauen Föderationsfaser vorn drin habe. Und dass sie mir diesen scheiß Torpedos nicht treffe. Ich krieg einen Vogel, das kann nicht wahr sein. Raider flankieren, na ganz toll. Die bringt mir überhaupt nicht, weil die Dinger nicht treffen. Und wie gesagt, es wäre echt mal sehr hilfreich, wenn das mal gepatcht werden würde, dass wir wirklich beim ersten Mal drücken. Auch die Eigenschaften aktiviert, weil man sieht es doch, glaube ich, im Video, dass ich immer wieder drauf bin. Und ich meine sogar, dass es aufleuchtet oder irgend sowas. Auf jeden Fall, das ist echt nervig, dass das immer nicht funktioniert. Oder häufig nicht so, wie es sollte. Hallo? Was ist denn das für ein Glas? Achso. Talaron oder so Zeug. Dann. Jetzt will ich das Kodikon-Torpedo-Salve noch drin stecken. Schilde.
Und boom. Ein weniger. Na toll. Wieder mal kein Torpedo zur Hand, wenn man einen bräuchte. Und wenn da einer, dann kommt er noch da. Meine Güte, das ist so ein... Wie gesagt, ich bin eigentlich kein Kanonenfan, merkt man immer wieder, ich möchte eigentlich nur mit Strahlung rumfliegen. Da muss man nicht bei weitem nicht so viel zielen und schauen, wie das Schiff ausgerichtet ist. Was? Alter. Und wenn man im 90-Grad-Winkel daneben schießt, ist echt was faul, dann sollten die Leute eigentlich geköpft werden. Rum. So. Na, wenigstens etwas. So, zerstören Sie das Schlachtschiff. Welches Schlachtschiff? Das Schlachtschiff vermutlich. Ah. Ein Karfier. Das kann natürlich auch wieder lustig werden. Fliegen wir mal um die ganze Sache herum. Dann ist nicht so wirklich die beste Trio. Alter, was sind das? Ui. Hat aber zu schön getroffen. Alter, mein Rumpf ist weg. Mein. Uah. Oh, ich hänge am Planeten fest. Zum Glück macht das keinen Schaden. Bin ich jetzt getrampt? Nee. Kann ich nicht sonst. Gut, er hat auch schön gesessen, ist schon mal etwas. Jetzt kommen wir wieder nach vorne. Oh oh. Mal ein bisschen aufräumen hier. So. Einer weniger. Zwei beschädigte Energieversorgung. Sie fließt wieder das Schild weg. Schilde werden überbewertet. So, wenn ich keine Schilde habe, kann ich mich auch gleich tarnen. Alter! Ich müsste mal weg. Enttarnen, dass wir mir auch die Schilde wieder aufbauen können. Das noch. Ich hätte vorher Energie auf die Subsysteme. Ich bin auch ein Depp. Also zumindest das Ding hier. Was haben wir hier alles? Waffenenergie erhöhen. Ja, das sieht schon ganz gut aus, oder? Können wir fast meinen, das wäre ein Schiff. So.
Boah, das war knapp. Bäm. Gequälte Seelen, da kommen jetzt alle her. Möchtet ihr vielleicht mal weggehen? Kurz allen schauen, was sind das für Dinge? Gequälte Seelen. Gruppe Fiek hier. Ja, ist nicht schlecht. So. Und Loot. Weg. Viele zusammenbauen. Nein, ich möchte jetzt noch nicht runterbeamen. Ich möchte mal die Gegenstände nehmen. Das war ein Plasma-Dual-Strahlenbank. Sehr schön. Und ein Impulsantrieb, Marke. Aha. Da könnten wir jetzt natürlich das mal mit dem dazu verteilen. Das ist mir, glaube ich, lieber. Plasma, Plasma. Der Antrieb macht natürlich jetzt überhaupt keinen Unterschied. Speed oder Turn. Ja, wobei Turn macht schon einen Unterschied, aber es ist mir jetzt nicht gerade Wumpe. Und mich selbst, ich habe ja hier einen Askel. Ja, komm mal. Haben wir eigentlich hier noch eine wunderschöne Waffe. Die tun wir auch mal wieder. So. Und jetzt beamen wir auf die Oberfläche. Kommt alle zusammen mit. Ah, Legenden sagen, kämpfen sie sich zum Schrein des Kales. Jawohl. Wir kämpfen uns zum Schrein des Kales. Jawohl. Achso, jetzt haben wir wieder einen Haufen Weg nach unten. Und einen ganzen Haufen Gegner zum Hallöchen. Man sieht gar nicht mehr, wo der, womit der schießt, oder? Aber ich glaube, ich werde dann doch nochmal... hier haben wir den Chick-Rennen. Ich nehme jetzt erstmal nochmal die als Sekundäre und du oder du, du bekommst die hier. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, die bessere Variante. So. Weil wir dann nämlich hier schön mit Flächenschaden arbeiten können. Stellen wir mal, das macht Niedergraben irgendwas aus. Was? Zone passiert? Wie habe ich das geschafft? Hey, Mädel, wo kommst du jetzt? Bitte nicht so aufdringlich hier. Ich keine Groupies, ja? Das wollen wir nicht. Das war eine gequälte Seele. Ortling? Sind wir hier bei WoW oder was? So, Gasken. Gasken. Ich war's nicht. Ich sag's gleich. So. Und wisst ihr was? Den Rest dieser wunderbaren Höhle, den durchstreifen wir in der nächsten Folge. Also, ich sag schon mal danke fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.